Okay, Leute, ich habe gerade den Termin für meinen zweiten Beratungstermin gemacht. Und der ist in 2 Monaten. Am 20. Mai werden die restlichen Sachen besprochen und dann wird der Termin für die Brust-OP gemacht. Guten Morgen. Ich habe mich jetzt fertig gemacht und werde jetzt losfahren. Heute habe ich nämlich meinen zweiten Beratungstermin für die Brust-OP. Und ich bin sehr gespannt, was der Arzt sagt, weil er nämlich eigentlich ausgebucht ist, habe ich gehört. Und ich hoffe, wir kriegen es aber noch irgendwie hin, dass wir heute wenigstens einen Termin machen können, auch wenn es etwas länger dauert. Ich bin so aufgeregt, ich freue mich. Los geht's. Ich habe mir gerade auf dem Weg einen Starbucks geholt. Das ist der Chocolate Coffee Crunch Frappuccino. Und ich habe mir Frühstück geholt. Und ich bin gleich gespannt, wie es schmeckt. So, ich habe eine Spinne in der Ecke. I don't like that. Auf jeden Fall hatte ich gerade meinen zweiten Beratungstermin für die Brust-OP. Und ich hatte ja schon richtig Angst, dass der komplett ausgebucht ist, weil mir das so am Telefon gesagt wurde. Okay, fangen wir von vorne an. Ich war bei ihm. Ich hatte Fragen aufgeschrieben gehabt, die mir zwischen der ersten und der heutigen Beratung aufgekommen sind. Er hat sie mir beantwortet. Wir haben alles nochmal ausgemessen, sind sicher gegangen, was wir bestellen müssen, also was er bestellen muss. Und dann habe ich nochmal wegen des Termins gefragt. Die Ausbuchung war nur für diesen und für den nächsten Monat. Ich werde jetzt nächste Woche angerufen. Also im Laufe der nächsten Woche sollte ich angerufen werden und dann werden wir meinen Termin festlegen. Und wenn die sich nicht melden, dann soll ich mich Ende der nächsten Woche melden. Also ich gehe mal stark davon aus, dass Ende der nächsten Woche ich meinen großen Termin haben werde. Albi! Wir haben wirklich alles geklärt, alle Risiken besprochen. Meine OP wird ja dann im Sommer stattfinden, was ein bisschen nervig ist. Aber das Gute ist, ich kann sogar im Bikini rumlaufen dann. Das ist gar kein Problem, weil die Narbe dann von dem Bikini abgedeckt werden müsste. Good morning, ich bin auch noch total müde. Heute ist mein OP-Tag. Perfekt. Ich weiß nicht, irgendwie fragen mich alle, ob ich schon nervös bin, aber ich realisiere es, glaube ich, immer noch nicht. Und ich glaube, bis ich in der Klinik bin, werde ich es auch nicht realisieren. Ich weiß, dass ich extrem glücklich bin und unterbewusst bin ich, glaube ich, auch wirklich aufgeregt, weil ich träume seit ein paar Tagen nur noch davon. Und gestern bin ich auch die ganze Zeit rumgerannt und meinte, ey, morgen um diese Uhrzeit sitze ich gerade im OP-Raum, morgen um diese Uhrzeit bin ich schon raus. Aber irgendwie kann ich es immer noch nicht realisieren. Ich habe gestern Abend noch meine Tasche gepackt für heute. Und eigentlich wollte ich das mitfilmen, aber mein Kameraakku geht irgendwie voll schnell leer in letzter Zeit. Und das nervt mich. Deswegen konnte ich gestern halt nicht filmen, weil es leer gegangen ist, obwohl ich es einen Tag vorher geladen habe. Aber naja, wir haben jetzt, ich glaube, kurz nach 8. Und ich habe einen Schluck getrunken oder so. Ich muss ja mit nüchternem Magen kommen. Also ich muss nüchtern kommen. Ich sehe voll komisch aus. Warum? So, der Ablauf sieht jetzt so aus. Was willst du? Also der Ablauf sieht jetzt so aus, dass ich mich fertig mache. Ich muss, wie gesagt, mit nüchternem Magen kommen. Und ich muss eine Stunde früher da sein. Also ich muss um 9:30 Uhr da sein. Und dann habe ich um 10:30 Uhr die OP. Und ich weiß nicht, wie lange ich brauchen werde, um zu mir zu kommen. Ich werde versuchen, sobald ich zu mir gekommen bin, auf jeden Fall zu filmen. Aber erstmal muss ich irgendwie auf mein eigenes Leben klarkommen. Das ist irgendwie so krass, dass jetzt so die letzten Stunden mit meinen jetzigen Brüsten sind. Und es wird jetzt einfach so ein wesentlicher Teil meines Körpers sein, der anders aussehen wird. Und ich freue mich dabei total drauf. Das ist ein großes Ziel von mir gewesen, seit ich 13 bin oder so. Deswegen freue ich mich da sehr, sehr, sehr drauf, dass ich mir diesen Wunsch erfüllen kann. Und da bin ich auch super dankbar für, weil ich weiß, dass nicht jeder in meinem Alter das machen kann. Und ich weiß, dass ich es auch nur mit Durchsetzungsvermögen und Zielstrebigkeit und wirklich viel Arbeit erreicht habe. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass ich in diesem Alter
mir schon sowas leisten kann. Aber das bestätigt mir einfach nur den Punkt, wenn man etwas wirklich, wirklich von tiefstem Herzen will, dann erreicht man das auch. Auch wenn es erstmal unmöglich scheint. Deswegen, Leute, lasst euch niemals unterbringen. Lasst euch niemals von jemandem sagen, ihr schafft das nicht. Wenn ihr das wollt, wenn ihr wirklich dahinter steht, was ihr machen wollt, dann kriegt ihr das hin. Also macht euch da keinen Kopf. Guten Morgen, ich dachte, ich melde mich mal. Die erste Nacht ist überstanden. Ich muss sagen, die Schmerzen sind jetzt ziemlich stark. Vor allem, wenn ich versuche, mich aufzurichten oder so. Und ich habe immer Angst, wenn ich versuche, mich aufzurichten, dass das irgendwie aufploppt oder so. Deswegen versuche ich mich so wenig wie möglich zu bewegen, aber bequem ist es jetzt nicht unbedingt. Dazu kommt noch, dass ich so, also was heißt hier schwer atmig bin, aber als wäre irgendwas auf meiner Brust und ich könnte nicht tiefer einatmen. Das ist ein bisschen nervig. Auf der rechten Seite tut es mehr weh als auf der linken. Aber ja, heute komme ich raus. Irgendwie habe ich gehofft, dass ich wenigstens viel schlafen werde hier. Aber gestern habe ich mich nach der OP eigentlich gar nicht mehr hingelegt. Da habe ich 2 Netflix-Filme geguckt und eine Show angefangen. Und dann dachte ich, okay, dann werde ich heute wenigstens meine 7 Stunden schlafen oder so. Ich bin so kurz nach 12 eingeschlafen und um 5.30 Uhr aufgewacht. Und ich bin jetzt einfach auch nicht mehr müde oder so. Ja, jetzt muss ich die Zeit irgendwie totschlagen. Guten Morgen. Heute ist mein 2. Tag zu Hause. Bitte beachte das Chaos nicht. Ich kam nicht dazu aufzuräumen. Genau, heute ist mein 2. Tag zu Hause. Ich habe jetzt wenig zu der OP an sich gesagt. Es ist alles gut gelaufen. Es ist sogar besser gelaufen als gedacht. Ich bin direkt aus der Narkose raus und habe mich gut gefühlt. Mir war nur ein bisschen schwindelig, aber sonst war alles super. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich nach der OP noch geschlafen habe, bevor ich aus der Narkose raus bin. Aber ich war direkt eigentlich fit. Ich hatte auch kaum Schmerzen tatsächlich. Die Nacht in der Klinik war auch ganz gut. Ich habe, wie gesagt, sehr wenig geschlafen. Also ich bin um 12 Uhr schlafen gegangen und um 5.30 Uhr... Albin! Genau, und um 5.30 Uhr war ich schon wieder wach und war erstmal überhaupt nicht mehr müde. Und dann bin ich ein bisschen wach geblieben und dann bin ich nochmal eingeschlafen, so bis 8 ungefähr. Aber es war sehr entspannt. Ich hatte halt morgens ziemlich Schmerzen, weil natürlich die Wirkung von den Schmerzmitteln weggegangen ist. Aber dann haben die mir, ich weiß nicht, was die mir da gespritzt haben. Es war, das war wirklich so gut. Und es hat direkt gewirkt und ja, keine Ahnung, es war richtig gut. Ja, und dann hat mich um 9 ungefähr mein Freund abgeholt. Und eigentlich sollte ich gestern einen ruhigeren machen. Aber ich habe so viele tolle Menschen um mich herum, das ein bisschen schwierig geworden ist. Also ich habe wirklich, dafür, dass das halt so eine Schönheits-OP ist, muss ich sagen, bin ich so dankbar für die Menschen um mich herum, weil jeder mir an dem Tag der OP geschrieben hat und sich Sorgen gemacht hat und sich Gedanken gemacht hat und meinte, dass die Person in den Gedanken auf jeden Fall bei der OP ist und dass mir die Daumen gedrückt werden. Also ich wusste, ich bin da nicht alleine. Ich wusste, dass dahinter sind dass da Menschen sind, die hinter mir stehen, was ich super toll fand. Ja, und ich hatte auf jeden Fall mehr als genug Leute, mit denen ich dann sprechen konnte und denen ich auch Bescheid geben musste, wie es mir geht und so. Wie gesagt, dann hat mich mein Freund abgeholt, dann waren wir erstmal hier und meine tolle Nachbarin / Freundin hat uns einfach Frühstück hochgebracht, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, aber das war so unfassbar lieb, weil ich habe, bevor ich in den Heidepark gefahren bin, was ja kurz vor der OP war, habe ich versucht, alles aufzubrauchen, was ich im Kühlschrank habe, damit es nicht schlecht wird. Und dadurch, dass ich dann halt nichts im Kühlschrank hatte, konnten wir auch nicht frühstücken und sie hat uns alles hochgebracht und das war einfach so unglaublich lieb. Und dann haben mein Freund und ich beschlossen, nochmal in seine Garage zu fahren. Dann, als wir in der Garage waren, wollte mich meine beste Freundin überraschen mit einer Freundin. Und ich war nicht da. Und ich fühle mich immer noch super schlecht, weil sie mich überraschen wollte und ich einfach nicht zu Hause war. Und sie war auch so, ja,
Girl. Wer fährt nach einer OP erstmal in die Garage? Me. Ja, nee, aber sie sind dann nochmal in die Garage dazugekommen. Das heißt, dann saßen wir dort ein bisschen. Meine beste Freundin ist dann gegangen. Die andere Freundin ist geblieben. Dann haben wir sie nach Hause gefahren. Dann sind wir zu mir zurück. Und dann kam auch schon ein Kumpel von meinem Freund und dort haben wir, also mit ihm haben wir dann den restlichen Tag hier quasi verbracht. Das heißt, es war ständig was los. Dann sind die gegangen und kurze Zeit später kam schon meine Oma an. Die ist nämlich jetzt gestern aus Polen angereist, um ein bisschen auf mich aufzupassen, aber natürlich auch, weil sie mich besuchen wollte. Das heißt, für mich war es gestern ein sehr aufregender Tag. Zwischendurch habe ich auch gemerkt, dass ich ein bisschen erschöpft bin und ich bin gestern auch relativ früh schlafen gegangen. Also ich habe dann wirklich gemerkt, so ich habe keine Power mehr. Heute war ja dann quasi die erste Nacht nach der OP zu Hause. Und ich muss sagen, die Nacht war schrecklich. Ich habe Schmerztabletten genommen, bevor ich schlafen gegangen bin. Aber irgendwie haben die nicht richtig gewirkt. Das heißt, ich glaube, ich bin gegen 22:30 schlafen gegangen. Dann bin ich um 2:30, glaube ich, nochmal aufgewacht und hatte wirklich große Schmerzen. Und bin dann aber wieder eingeschlafen, um dann gegen 5 wieder aufzuwachen und dann meinte ich so, ey, die Schmerzen werden immer größer, dadurch, dass ich auf dem Rücken schlafen muss, obwohl ich ja eigentlich Seitenschläferin bin, hat mein Rücken auch extrem wehgetan und ich, also im Großen und Ganzen, ich hatte einfach nur Schmerzen. Das heißt, ich habe wieder Schmerzmittel genommen und dann habe ich auch bis 8 durchgeschlafen. Aber es war keine angenehme Nacht auf jeden Fall. Ich habe auch immer noch sehr große Schmerzen, vor allem in der rechten Brust. Also das Ding ist, dass hier der Bereich an der Seite und unten, wo der Einschnitt war, dass ich den nach der OP nicht gespürt habe. Also dieser Bereich ist für mich noch so, ich spüre den nicht. Und auch hier vorne der Brustwarzenbereich und so. Also ich spüre nur Teile meiner Brust und langsam kommt das Gefühl wieder und dadurch kommen aber auch die Schmerzen. Also das sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich habe, das kann ich euch sogar zeigen, ich habe so ein, wie so ein Sport-BH/Still-BH und das kann ich einfach aufmachen, normal duschen gehen. Unter der Brust, da wo die Einschnitte sind, habe ich dann die Naht natürlich und darüber halt Pflaster. Und das Einzige, woran ich denken muss, ist, die Pflaster ein bisschen anzutrocknen, bevor ich den BH wieder anziehe. Hallo. Ich sehe ein bisschen weird aus irgendwie. Weiß ich nicht, wie ich zu der Cap stehe, aber meine Haare sind hinten fettig, deswegen. Ja. Auf jeden Fall habe ich mich die letzten 2 Tage nicht gemeldet. Auch auf Instagram war ich sehr wenig aktiv. Heute ist so der erste Tag, wo ich überhaupt dazu in der Lage war, mich bisschen fertig zu machen. Die letzten 2 Tage bin ich wirklich rumgelaufen wie so ein, ja, so. Ja, kurzes Update. Die letzten 2 Tage waren wirklich hart für mich. Ich war psychisch sowie physisch irgendwie voll am Ende. Also vorgestern war mir die ganze Zeit übel und ich hatte die Vermutung, dass es daran liegt, dass ich die Tabletten, die ich nehme, die Schmerztabletten, nicht wirklich vertrage, obwohl keine von denen aggressiv auf den Magen wirken sollte. Aber dadurch, dass ich nicht dran gewöhnt bin, so viele Tabletten und Antibiotika zu nehmen, kann es sehr gut sein, dass es daran lag. Deswegen habe ich gestern versucht, keine Schmerzmittel zu nehmen. Und bis auf die Tatsache, dass ich heute eine Schmerztablette genommen habe, weil ich Kopfschmerzen noch dazu bekommen habe, ging das eigentlich klar. Also gegen die Brustschmerzen muss ich jetzt eigentlich nichts nehmen. Heute geht es mir ein bisschen besser. Ich fühle mich immer noch sehr träge, weil die Nacht auch wirklich schlimm war. Also ich habe zwischendurch richtige Magenkrämpfe und habe Angst dadurch auch zu essen und so. Und ich merke, ich bin einfach nicht richtig auf der Höhe, was mit meiner Seele irgendwie nicht übereinkommt, weil ich die letzten Tage mich auch super schlecht gefühlt habe, weil ich nichts mache. Also ich lag tatsächlich so gut wie nur im Bett, sobald ich konnte. Und ich hatte aber richtig so einen Tatendrang. Heute habe ich
vor, ein bisschen was zu machen. Also wie gesagt, ich habe mich jetzt mal ein bisschen fertig gemacht. Ich werde heute mal endlich mein Zimmer aufräumen, weil ich auch das Gefühl habe, wenn mein Zimmer nicht aufgeräumt ist, neige ich auch dazu, nichts machen zu wollen. Aber ich werde es trotzdem ruhig angehen lassen. Wir werden jetzt eine Runde spazieren gehen, weil ich glaube, das würde mir auch gut tun, ein bisschen Bewegung reinzubekommen. Wie geht's meinen Brüsten jetzt prinzipiell? Also, um das kurz klarzustellen, ich hatte ja eine Brustvergrößerung mit Angleichung, weil mein Problem war nämlich, dass ich eine ziemlich starke Asymmetrie in den Brüsten hatte. Wofür ich mich auch sehr geschämt habe. Also ich kann erst seit ein paar Monaten so offen drüber sprechen. Ich weiß, dass es viele Frauen haben, aber irgendwie war mir das trotzdem zu peinlich, darüber zu sprechen. Bis ich mir selbst so eingeredet habe, ey, du kannst ja nichts dafür. Also, ne, ja. Auf jeden Fall ist es dann halt so gewesen, dass ich in dieser Brust ein kleineres Implantat habe als in dieser Brust. Was man jetzt auch an der Heilung merkt. Also ich hatte unter der Brust, unter der rechten, der kleineren quasi, war alles blau. Also ist immer noch alles blau. Ich merke, dass das langsam verschwindet. Ich habe aber tatsächlich größere Schmerzen auf dieser Brust, was natürlich auch selbstverständlich ist irgendwo, weil das ein größeres Implantat ist. Der Körper muss sich da mehr dran gewöhnen und die mussten die Haut dort auch ein bisschen lockern während der OP, damit ja, meine Brust quasi das Implantat gut auffangen kann. Aber etwas, was ich selbst noch nicht wusste, was vielleicht für euch auch gar nicht so verkehrt wäre zu wissen, ist, das Implantat muss ich erstmal setzen. Also auf der Brust merke ich, tut es das schon ganz gut. Die Brüste sind ja am Anfang sehr angeschwollen und genau, die sind halt sehr angeschwollen und sehen noch nicht so aus, wie sie am Ende aussehen werden. Ich merke, dass sich mein Dekolleté jetzt schöner formt mit der Zeit. Und die Brust ist tatsächlich wirklich gut dabei. Also die kriegt eine immer schönere Form an. Bei der ist es noch so, dass das Implantat ziemlich hoch sitzt. Also es sieht noch sehr unnatürlich aus, weil die Wölbung nicht so ist wie bei einer richtigen Brust. Das sollte sich jetzt aber auch demnächst setzen. Und weil ich ja auch an den Einschnitten und an den Seiten und an den Brustwarzen taub war durch den Eingriff, was irgendwo auch selbstverständlich ist, genau, da merke ich, dass sich da jetzt auch langsam was tut. Also an den Seiten spüre ich eigentlich alles. Dadurch kommen natürlich auch größere Schmerzen dazu. Meine linke Brustwarze spüre ich auch, meine rechte noch nicht und unten an der Brust natürlich auch noch nichts. Das soll alles mit der Zeit kommen. Also mein Chirurg meinte, innerhalb von 3 Monaten, also in 3 Monaten sollte ich spätestens alles ganz normal spüren. So Leute, heute ist der 28. und heute war mein erster Kontrolltermin nach meiner Brust-OP. Das sind jetzt genau 11 Tage, seitdem ich die Brust-OP hatte. Genau, 11 Tage. Und ja, es lief alles super. Meine Ärztin meinte, das ist richtig schön verheilt alles. Sie meinte, ich soll die Pflaster erst noch drauf lassen. Jetzt soll ich, bis ich merke, dass sie sich anfangen zu lösen, soll ich die tragen und dann kann ich die abziehen und dann direkt anfangen, eine Narbencreme aufzutragen, weil je länger man diese Pflaster drauf lässt, desto schöner wird die Narbe. Sie meinte, weil die Implantate sich noch nicht super perfekt gelegt haben, meinte sie, das wird auch mit der Zeit kommen. Aber für euch vielleicht als kurze Info, so der ganze Heilungsprozess, bis die Brust am Ende so aussieht, wie sie für immer dann aussieht, dauert so 6 bis 12 Monate. Das meinte sie zu mir. Ich habe auch teilweise noch nicht das Gefühl wiederbekommen. Also einige Stellen an der Brust sind immer noch taub. Was auch normal ist, das sollte sich bis zu 3 Monaten legen. Und das ist jetzt das Update. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich wirklich
eigentlich kaum mehr Schmerzen habe. Ich hatte die ersten Tage so das Gefühl, dass sich dieses Implantat so locker in meinem Körper bewegt. Das habe ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt habe ich meinen nächsten Kontrolltermin in 3 Wochen ungefähr, also am 20. August. Und ja, dann werden wir gucken, ob ich Sport machen kann. Wie das jetzt im Endeffekt aussehen wird mit dem BH, weil ich habe jetzt, also ich trage ja hier wie so ein Sport-BH und ich habe noch einen anderen bestellt. Moment, ich zeige ihn euch mal. Genau, und dann habe ich noch so einen BH bestellt für, also auf Amazon, für wenn ich meine, also wenn ich diesen BH wasche. Das Problem ist, den kann ich wirklich nicht lange tragen, weil der minimal zu eng ist. So, willkommen zum Abschluss dieses Videos. Der Prozess ist noch nicht komplett vorbei, aber das würde einfach viel zu lange dauern, euch jetzt wirklich mitzunehmen, bis ich normal Sport machen kann und so. Das werde ich euch immer auf dem Laufenden nochmal mitbringen. Ich habe das Gefühl, die Kamera ist schief. Ich werde auf jeden Fall versuchen, euch immer wieder auf dem Laufenden zu halten. Die aktuelle Lage ist, dass es seit gestern 3 Wochen seit der OP sind. Und zwei Wochen nach der OP ungefähr. Also ich glaube, ich habe jetzt seit 1 bis 1,5 Wochen wieder Brustschmerzen, beziehungsweise das sind eher so, also meine Brustwarzen sind zum Beispiel extrem empfindlich. Und manchmal fühlt es sich ein bisschen komisch an und so, aber das fühlt sich anders an als der Schmerz davor. Also ich glaube, das ist jetzt so der Schmerz, der Heilungsschmerz sozusagen. Ich bin immer noch extrem zufrieden und ich hoffe, dass euch das so ein bisschen geholfen hat, vielleicht mitgenommen zu werden und so. Ich hatte euch aber auf Instagram noch gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen zu der OP habt. Und einige haben tatsächlich sehr, sehr gute Fragen gestellt und ich habe mich auch mit sehr vielen unterhalten und habe einfach gemerkt, dass so ein bisschen Aufklärung da gar nicht so schlecht ist, beziehungsweise viele Menschen haben einfach dieselben Fragen. Und deswegen dachte ich, ich werde, bevor ich das Video hier beende, euch mal die Fragen beantworten. Und wenn ihr keine Lust auf so eine Fragerunde habt, dann könnt ihr ja natürlich das Video an dieser Stelle beenden. Dann freue ich mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ansonsten würde ich jetzt noch so ein Mini-Q&A machen. Das sind nicht viele Fragen. So, wir fangen mit der ersten Frage an. Fühlst du dich jetzt wohler? Ja, tue ich. Extrem. Obwohl das jetzt noch nicht so ist, wie es am Ende sein wird und obwohl ich immer noch diesen BH tragen muss, ich fühle mich genauso, wie ich erwartet hätte, mich zu fühlen. Hast du Angst vor Nebenwirkungen oder Spätfolgen? Tatsächlich nicht. Also ich habe Versicherung abgeschlossen, so eine Folgekostenversicherung oder irgendwie sowas. Also sollte mir jetzt irgendwas passieren, sollte es Nebenwirkungen geben, sollte ich dafür ins Krankenhaus kommen, sitze ich dann im Endeffekt nicht auf den Krankenhauskosten und so weiter. Das Worst-Case-Szenario wäre halt wirklich, dass die Implantate wieder rausgenommen werden müssen. Aber dadurch, dass ich meinen Körper kenne und weiß, wie viel es aushält, ich weiß, wie es auf Fremdkörper reagiert, habe ich mir da von Anfang an relativ wenig Sorgen gemacht. Hattest du Bedenken? Vielleicht so kurz vor der OP, also wo ich wirklich schon im Aufwachzimmer war und kurz davor war, in den OP-Saal zu kommen. Nicht, weil ich es bereut habe, sondern weil ich noch nie eine OP hatte. Ich stand noch nie unter Narkose und für mich war das einfach so eine merkwürdige neue Erfahrung. Wie viel kostet es, ist die nächste Frage. Und ich bin sehr offen, was den Preis angeht. Bevor ich den aber nenne, muss ich dazu sagen, dass abhängig vom Chirurgen, abhängig davon, was man machen will, abhängig von so vielen Aspekten kann der Preis variieren. Also ich habe jetzt mit Versicherung habe ich 7,5 gezahlt und ich finde, es war jeden Cent wert. Es kommt wirklich sehr individuell auf den Chirurgen an, auf die Behandlung an und so. Dann die nächste Frage. Wie hast du die Klinik ausgewählt, bestimmte Ansprüche etc.? Also mein einziger Anspruch war, dass ich mich bei dem Chirurgen wohlfühle und sobald ich ein Fünkchen
Bedenken habe, suche ich einen anderen. Und ich habe mit dieser Klinik angefangen, weil ich schon Erfahrung mit der Klinik habe. Und mir war von Anfang an klar, weil ich mich so wohl bei dem Chirurgen gefühlt habe, war mir von Anfang an klar, bei dem Chirurgen will ich meine OP machen und bei keinem sonst. Und da kann ich wirklich einfach nur empfehlen, hört auf euer Bauchgefühl. Es ist kein kleiner Eingriff. Also sobald ihr auch nur klitzekleine Bedenken habt, dann wartet. Also dann wartet lieber ein bisschen mehr und habt aber einen Chirurgen, der euch genau das liefert, was ihr haben wollt, und stürzt euch dann nicht hinein. Und die letzte Frage, die ich jetzt habe, wäre, seit wann wolltest du das? Und es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, ich wollte das, seit ich Brüste bekommen habe. Also ungefähr seit ich 13 bin, weil ich nämlich eine Asymmetrie hatte und die sich einfach nicht ausgleichen wollte und mich das einfach so psychisch belastet hat, dass ich meinte, ey, ich werde auf jeden Fall irgendwann eine OP machen. Viele fragen mich auch, wie ich es überhaupt geschafft habe, mir so viel Geld anzusparen, und ich sage euch ganz ehrlich, ich kann es nicht sagen. Ich bin so eine Person, wenn ich wirklich etwas will, dann will ich es und dann werde ich das auch bekommen, komme was wolle. Und das ist für mich so ein bisschen Law of Attraction. Ich habe gesagt, ich werde diese OP machen. Ich habe mir auch selber ein Zeitlimit gesetzt und habe wahrscheinlich, also ich habe auf jeden Fall auf so viele Sachen verzichtet, weil ich dann meinte, nein, ich lege das Geld jetzt lieber zurück. Und es kam so nach und nach, dass ich dann plötzlich meinte, ey, ich habe das Geld gerade zusammen. Ich weiß zwar nicht, wie das passiert ist, aber ich habe es zusammen. Und das hat mir auch wirklich nochmal so einen Mut gegeben, auf die Zukunft bezogen, dass ich auch sagen kann, dass ich mich jetzt immer wieder an neue Projekte wagen kann und weiß, dass ich sie erreichen kann, wenn ich es einfach nur doll genug will. Also für mich war das unabhängig von dem Prozess mit der Brust-OP an sich, war das für mich auch eine riesige Erfahrung und hat mir erlaubt, extrem über mich selbst hinauszuwachsen. Und das ist eine Erfahrung, die ich wirklich nicht missen möchte. Ich bin super zufrieden und ich kann es kaum abwarten, euch auf dem Laufenden zu halten. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war wenigstens ein klein bisschen informativ. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie mir sehr gerne in die Kommentare stellen oder auf Instagram per Privatnachricht, falls ihr die Frage nicht öffentlich machen wollt. Dort werde ich sie auf jeden Fall beantworten. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns ganz bald zu einem neuen Video wieder.